Nicke, wir haben uns ja eine Weile nicht gesehen. Oh, das Blut, weiß ich, wer ich bin. Der Professor Ives aus dem außer der Vater von Lucia. Der Professor hat mich gebeten, den Pokédex aufzurüsten. Und ich bin meiner Institution gefolgt und habe einfach hier auf dich gewartet. Gib mir dein Dex, ja? Mal sehen. Ja, wie war das denn noch gleich? Der Surfer muss einfach hier unser Lieber, ne? Oder? Haha. Hallo, der Pokédex ist schon auf dem neuesten Stand. Das ging ja schnell. Das ist ja vielleicht bereits meine Funktion, in der du dir die männliche und weibliche Bilder von Pokémon ansehen kannst. Das gab es früher nicht. So ist es für praktischer. Jetzt will mich aber nicht weiter stören. Schließlich musst du den Professor. Ach, kannst du mit dem Auge auf dem Galaktik haben? Der Professor Jubeljot bereitet Professor nicht immer noch so. Letztendlich ist sicher alles als wild. Weiß ich nicht. So, dann muss ich aber los. Ich warte. Oh, ich habe vielleicht einen Durst. Ich hab nichts. So, damit herzlich willkommen in Flakeburg. In Flakeburg erkunden wir in der nächsten Folge. Bis dann. Und tschüss. Ja, Leute, wir sind in Flakeburg. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pokémon Strahlender Diamant. Und heute gucken wir mal, was hier so abgeht. In Flakeburg soll es einen Mann geben, dessen Vergesslichkeit ansteckend ist. Er kann seine Pokémon-Attacken vergessen lassen. Das war cool. Hallo, was ist passiert? Der Kleidung sieht nass aus. Was denn da schon? Was ist der schwimmen? Nein. Aber ich war hier auf der Wasserroute 118 in der letzten Zeit. Ja. Da habe ich ein bisschen was gemacht. Herr Trainer, schau mal, was ich zwischen einer Ladung ausländischen Frachtguts gefunden habe. Ich brauchte dich. Der kann ich nicht haben. Der 48, hm? Bitte sicher weiß, bis zum Pokémon individuelle Fähigkeiten. Der Attack gefällt es gerade vor, kann die Fähigkeit des Anwenders mit der Ziel getauscht werden. Wie du den Attack einsetzt, sagt alles darüber aus, was du als Trainer so drauf hast. Oh, okay, danke schön. Aber auch nicht. Irgendwo in jenseits des Meeres gibt es andere Länder, die jeweils Pokémon mit ihren Trainern leben. Ja, Kanto, Sinnoh, Johto, Gala und wie sie nicht alle heißen. So, dann gucken wir mal. Im Pokémon Super. Aber Leute. Ich habe wieder mal erleichtert den Fragen jeder Pokémon-Daten, von dem man bereits ein Exemplar gefunden hat. Ich frage mich, was ich alles für einen Ausflug zur Eisinsel brauche. Oh ja, da müssen wir auch noch hin, ne? Eisinsel. So, gucken wir denn mal. Da haben wir jetzt 46.000. Übertränke mit. Aber ja. Die Übertränke brauchen wir immer. So. Gut, dann sind wir hier oben fertig. Dann geht's weiter ein Schritt da hoch, ein aus. Ich gucke ja immer jedes Gebäude an. Kriegt ja immer was, ne? Vielleicht kriegt man ja was. Man kann es am Ende gut gebrauchen und so. Also, dann bin ich doch gleich. Also, jetzt weiß ich wieder. Ich bin Attackenverlerner. Soll ich dafür sorgen, dass eines der Pokémon eine Attacke vergisst? Ja. Welches Pokémon soll eine Attacke vergessen? Leider kann man Stärke vergessen, oder? Ja, kann ich. Klar. Aber Stärke brauche ich jetzt aber nicht als Links, ne? Nein, brauchst du nicht. Ich gucke nämlich gerade mal, ob ich noch eine TM habe, die vielleicht auf Ramaidon besser passen würde. Ich habe mir da keine Gesteins in meinem Boden abgegeben. Hier noch Nummer. Können sie ja mal wieder kaufen. Aber halt, ja, ist egal. Wir nehmen sie mit rein, weil ich ein neues Team mit soll dann irgendwann bekommen. So, dann haben wir hier oben noch eine. Ach, erstmal ist es ein Hinton. Hier ist die junge Dame. Ein Hinton, wirklich hast du ja gewöhnlich begabt. Kann mit dir in Zukunft vorhersagen. Okay. Und dann gehen wir hier kurz hin, noch ins Pokémon Center. Auch da könnte ja durchaus was passieren. Pokémon derselben Art kann manchmal über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Dann soll die zwei gleichen Pokémon mit verschiedenen Fähigkeiten trainieren. Klar, immer. Ich suche ja bestimmt auch manchmal bestimmte Pokémon mit bestimmten Fähigkeiten. Gerade wenn die Shinox zum Beispiel hier, suche ich immer mit Roar mit rein sind. Sowas halt, ne? Hilft manchmal ein bisschen mehr. Ich kann nicht von einem Stärke erst mit einem Pokédex setzen, wenn ich ja Redaleiter Adam besiegt habe. Ah, Adam heißt der gute Trainer.
der uns hier in dieser Stadt heute bevorzugt. Wenn wir Glück haben und wir in der nächsten Folge plätten können, für die Team voll vollständig. Vielleicht haben wir übernächste Woche ein vollständiges Team. Warum? Das dauert ja ein bisschen. So. Also ich werde, bevor ich dann weitermache in der Story, mein letztes Team fragen und das Team einfach komplett haben und den Level mitnehmen zu können. Fliegender Senua, der Text der Ritter von Julius Bar. Darin? Nee. Schade. Aber man kommt doch noch rein. Oder? Aber los geht's. Gehen wir mal darüber. Ach, guck mal. Unser Rivale möchte auch kämpfen mal wieder. Schon wieder? War sein Herzog? Nee, ja. Nee, genau. Wir haben den getroffen. Wir haben ihn doch in der letzten, wo wir den Rocktruppe verfolgt haben, nach Weideburg. Das ist auch schon eine Weile her. Ups. Hey, Kev. Jetzt einfach den riesigen Arena-Leiter mit Fraßforderung. Na dann, weil wir ja vorher prüfen, ob du dazu auch bereit bist. Jemand, niemand anderes. Ich mit meinem niedrigen Lage im neuen Orden. Hast du das denn schon besiegt? Okay. Aber übrigens nicht der riesige Arena-Leiter, der hiesige. Nur so, Starabia. Du hast dann Starali endlich mal besiegt. Gut, du hast auf jeden Fall erstmal Starabia. Da reden wir mal einfach zum Mainstream. Das kommt jetzt nicht mehr. Das könnte man dazu nehmen. Ins Team. Da hätte man auch machen können, klar. Aber wir haben ja kein Wort. Wir kriegen es heute mit dem Upline-Team ohne Probleme platt. Das haben wir gar nicht. So, lass mal diese Starabia. Garabon. Garabon ist Käfer und Kampf. Sollte eigentlich, obwohl es beide Typen im Vorteil sind gegen Kramos, der Flugtyp gibt es ja auch, also ist neutral, sollte es immer machbar sein. Denkt man mit dem Aeroas, sollte es eigentlich kein Problem sein. Ja, aber wir können es nicht dürfen. So, Garabon ist glaube ich sein neuestes Team im Krieg. Das hat er nämlich davor nicht. Barmelin. 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 Ich hab noch nichts gegen deinen Barmelin. Noch. Noch nicht. Erstmal. Also, was haben könnte. Also, bis jetzt kriege ich seine Pokémon ohne Probleme nur One KO. Mit dem ersten. Ich habe das auf Ramein und alles über die Bonita. Gut, ich hätte auch Ramein nicht benutzen können, aber ich nutze jetzt einfach mal. So. Ich hätte Ramein noch mal benutzen können, aber ich nutze den Polion. Oh, Bonita ist aber die nur nicht entwickelt. Ja, schneller als ein Polion. Checkerei. Guck mal, dass er seine Bonita werden kann. Ich habe nämlich die gleiche Idee gehabt. Aber bei den Bonita ist schon ein Wicket. Das war also Galoppa. Schon aus schwierigen Situationen reicht. Also wenn Jan schon so ein großes Problem, kein Problem, dann wird das kein Problem. Aber wie gesagt, nochmal, gerade jetzt im Thema, beim Thema Lamina möchte ich bei solchen Themen noch nicht so große Töne spucken. Lamina hat mir tatsächlich ein bisschen eines Besseren belehrt. Gut, okay, jetzt kommen wir hin. Zweiter Treff. Oh, was? Ich habe meine Pokémon haben aufgegeben. Ich glaube, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei, mein Freund. Sorry. Also jetzt ein Bursche liegen, weil der Bambi weitermachen könnte, ich jetzt ein Shelter weitermachen. Aber macht halt so, wie auch viele Trainer das machen. Die warten gerade, bis man jetzt einen Attacke nicht unter Attacke erlernt. Und entwickelt dann. Und so genauso wird das wahrscheinlich spielen. Das macht er schon wieder. Ach, du willst schon wieder was machen, dass ich schon wieder verloren habe. Deswegen, da bist du aber ein kleines bisschen besser als ich. Üblich, na und? Aber hör mal, wenn wir das so rein, weil die